Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der Mercedes T180 Edition. Den schauen wir uns heute gemeinsam an. Der ein oder andere weiß sicherlich auch schon, was das im Grunde für ein Fahrzeug ist, beziehungsweise mit dem, welchem Fahrzeug er sich sozusagen die technische und auch die optische Basis in vielerlei hinsichtlich teilt. Das dürft ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr es schon erkannt habt. Und ansonsten werden wir heute natürlich wieder mit dem T180 auch auf Verbrauchsrunde gehen. Bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn, Vmax 140 und 10% ist der Stadtverkehranteil. Da wollen wir natürlich herausfinden, wie sparsam ist der 1,3 Liter Vierzylinder Benziner, der hier an ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist im Alltag. Wir werden aber auch herausfinden, wie die Platzverhältnisse dieses Hochdach-Kombis sind. Wir werden natürlich auch testen, wie das Fahrverhalten ist und auch die weiteren Details dazu, Preise und den Verbrauch gibt es auch dann am Ende des Videos, genauso wie meine persönliche Meinung. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, wenn ihr interessiert seid an Hochdach-Kombis, dann abonniert diesen Kanal, gebt dem Video hier ein Like und vor allem schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch ein bisschen zum Mercedes T180 diskutieren können. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem schwäbischen Hochdach-Kombi im Kurzformat. Wir sind unterwegs im Mercedes T180 und die T-Klasse ist jetzt ein zweiter Versuch mit der Renault-Nissan-Allianz gemeinsam ein leichtes Nutzfahrzeug auf den Markt zu bringen. Jetzt aber versucht man bei Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge hier mit der T-Klasse auch wirklich ein echtes Premium-Produkt in den Markt zu bringen und seinen Kunden zu offerieren, denn das war ja bislang mit dem Mercedes Citan leider nicht der Fall. Der war da schlicht und ergreifend einfach nur ein alter Renault Kangoo umgestickert auf Mercedes und der ist wirklich bei der Kundschaft nicht gut angekommen. Der war auch qualitativ leider echt nicht gut. Jetzt aber in der nächsten Kooperationsvariante und das ist diese hier mit der T-Klasse, sollte das alles anders sein. Der Mercedes T-Klasse ist viel eigenständiger, deutlich aufgewertet worden gegenüber eben dem Renault Kangoo oder dem Nissan Townstar, mit dem er ja technisch und auch durchaus optisch hier und da eben verwandt ist. Schauen wir uns die T-Klasse einmal an, gerade in der Front. Angenehm, sehr ruhig, sehr freundlich kommt die T-Klasse daher mit diesen mandelförmigen LED-Scheinwerfern, die hier verbaut sind, mit dem typischen Mercedes-Benz LED-Tagfahrlicht, diesen zwei Lichtelementen hier als Lidschatten quasi der Scheinwerfer, dann der Mercedes-Benz Kühlergrill hier und das Mercedes-Benz Logo nochmal. Die Seitenlinie ist typisch Hochdach-Kombi und auch identisch mit den anderen Fahrzeugen, ganz klar. Hier 4,50 Meter die Außenlänge, auch identisch. 2,16 Meter die Außenbreite mit Außenspiegeln, mit diesen ausgeklappten. Und 1,81 Meter ist die T-Klasse hoch. Auch hier identische Abmessungen zu Renault Kangoo und Nissan Townstar. Wir haben auch hier eine modulare Dachreling auf dem Dach installiert. Die kann mit wenigen Handgriffen und einem Schraubenzieher eben zu einem Dachgepäckträger umfunktioniert werden. Da legt man dann einfach die Strebe um und dann kann auch hier eine Dachbox ganz easy installiert werden. Sehr praktisch. Und am Heck sehen wir dann auch ein bisschen eigenständigere Optik durch die Rücklichter, die hier untergebracht sind. Die sind Teil mit LED ausgerüstet und auch Teil mit Halogenbirnen bestückt. Und die Heckklappe hier, ein großes Teil, schwingt weit nach oben auf. Man kann sich darunter gut unterstellen, wenn es denn mal regnet. Oder aber zu einem späteren Zeitpunkt kann man natürlich das auch als Dachzeltkonstruktion erweitern für
gerade Campingmöglichkeiten. Eine Camping-Variante, also eine Marco Polo-Variante hier der T-Klasse, ist auch in Planung mit einem Marco Polo-Einsatz. Soll aber als erstes als elektrische Variante, als EQT Marco Polo quasi auf den Markt kommen. Das heißt, es gibt die T-Klasse auch voll elektrisch für Kunden, die sich einen voll elektrischen Nutzfahrzeugmöglichkeit hier ins Auge fassen möchten. Wir schauen aber uns heute eben den Verbrenner an. Blicken wir ihm jetzt erst einmal hinter die weit öffnende Heckklappe. Da birgt sich ein sehr gut nutzbarer Kofferraum, quadratisch praktisch gut. Hier stört auch nichts. Hier kann man alles gut einladen. Man kann hochladen und man kann den Kofferraum auch gut erweitern. Mit einer 2/3, 1/3 umlegbaren Rücksitzbank ist dann hier das Ladevolumen gut erweiterbar. Allerdings nicht topf eben, leicht ansteigend zum Fahrersitz hin, ist die Laderaumfläche, und man hat die Möglichkeit sogar noch eine umlegbare Beifahrersitzlehne zu ordern, allerdings dann ohne Sitzheizungsmöglichkeit. Also da muss man entscheiden, Variabilität oder Komfort, je nachdem, was man mehr bevorzugt. In der zweiten Sitzreihe dann ist der Zustieg durch die Schiebetüren, die zwei serienmäßigen, sehr gut zu absolvieren. Man kann gut rein, man kommt auch gut mit Kindersitzen rein. Die Türausschnitte sind angenehm großzügig bemessen. Und man sitzt dann auch in der zweiten Sitzreihe ja eher so ein bisschen kinomäßig, leicht erhöht und vor allem leicht versetzt hinter den Vordersitzen. Die Außensitzpositionen sind mit Isofix-Haken bestückt. Der mittlere Sitz ist etwas zu schmal ausgeführt, als dass da eben noch ein Kindersitz mit Isofix installiert werden könnte. Den kann man aber dafür dann auf der Beifahrersitzseite unterbringen, denn wir haben insgesamt also 3 Isofix-Möglichkeiten. Positiv zu hervorzuheben haben ist, dass wir die Seiten Fenster hier in der zweiten Sitzreihe komplett öffnen können. Das ist ein großer Vorteil, den die T-Klasse und der Renault Kangoo unter anderem eben hier in dieser Klasse bieten. Das kann beispielsweise der VW Caddy nicht. Wir haben die Möglichkeit, hier die Frontklimatisierung mit Lüftungsaustritten zu regulieren, und wir haben 2 USB-Anschlüsse und eine 12-Volt-Steckdose hier untergebracht in der zweiten Sitzreihe. Etwas schade, es gibt leider keine Sonnenschutzrollos, dafür aber Haltegriffe und eben eine durchaus gute Sitzposition mit genügend Kniefreiheit und vor allem sehr, sehr viel Kopffreiheit. Ein Glaspanoramadach gibt es hier aktuell für den T180 leider nicht. In der ersten Sitzreihe dann sitzt es sich leicht erhöht auf alle Fälle. Man thront so ein bisschen über dem Geschehen. Große Glasflächen bieten eine sehr gute Rundumsicht hier in dem Fahrzeug. Der Sitz ist in der Höhe verstellbar, sowohl Fahrer als auch Beifahrer, als in manueller Verstellung. Es gibt eine Lordosenstütze. Die Sitzfläche ist angenehm ausgepolstert, vor allem sehr weich sind die Sitze, bieten jetzt nicht viel Seitenhalt, müssen sie aber auch schlicht und ergreifend auch nicht, denn das Fahrzeug ist hier schließlich kein Sportwagen, sondern eher ein Familienalltagsgleiter, muss man einfach mal so sagen. Und dafür sind die Sitze echt gut ausgeformt und bieten auch einen hohen Langstreckenkomfort. In unserem Fall ist die Polsterung hier eine Kunstledernachbildung, Atrico genannt, die macht einen guten Eindruck, macht einen robusten Eindruck, hat jetzt aber eben nach 1,5 Jahren, rund 12.000 Kilometern schon ein bisschen Patina angesetzt. Und dennoch wirkt alles ganz gut, aber in meinen Augen ist es ein bisschen schwitzig. Es gibt aber auch eine Mikrofaser-Kunstleder-Variante, die ich wahrscheinlich bevorzugen würde, weil die dann ein bisschen atmungsaktiver ist und hier nicht so im Sommer zu verschwitzten Rücken neigt, sage ich jetzt einfach mal. Blicken wir dann auf den Armaturenträger, da sehen wir sofort eine deutliche Veränderung gegenüber dem Renault. Einen komplett neuen Armaturenträger-Einsatz, den wir hier haben, mit klassischen runden Lüftungsaustritten, die wir von Mercedes schon so kennen. Dann haben wir eben hier oben einen Neopren-Einsatz auf dem Dashboard mit so einer schönen, feinen Doppelziernaht. Das wirkt sehr, sehr hochwertig. Haben dann ein großes Kombi-Instrument mit analogen Rundinstrumenten, die auch typisch von Mercedes sind, und ein sehr, sehr großes
Bordcomputer oder Info-Display-Menü hier im Kombi-Instrument, das dann über das Drei-Speichen-Multifunktionslenkrad gut bedienbar ist. Wir haben da auf der linken Seite das kleine Touchfeld, das hier zuständig ist für die Bordcomputer-Bedienung sowie den Tempomaten. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Audio-Bedienung und auch das kleine touchsensible Pad, das dann eben auch das Infotainment-System steuert. Das Infotainment ist auch ein Touch-Display, allerdings etwas klein geraten. Wir sehen hier diesen großen, breiten Rand. Bisschen schade. Die Menüstruktur typisch Mercedes, sehr intuitiv und gut bedienbar. Toll aufgelöstes Display, sehr gut ablesbar. Darunter auch noch Direktwahltasten physisch und noch eine Etage tiefer gibt es weitere physische Tasten für Sitzheizung, Parkassistent und aber zum Beispiel Start-Stopp-Deaktivierung oder aber die Warnblinkanlage. Eins weiter darunter gelagert ist dann das Klimabedienteil und da erkennt man erstmals das Renault-Fahrzeug, denn das ist das typische Renault-Nissan-Allianz Klimabedienteil, das auch so durchaus bei Dacia an Einsatz findet und aber auch wirklich sehr, sehr gut ist. Die Zwei-Zonen-Klimaanlage, alles wunderbar bedienbar, super intuitiv und auch ohne Probleme gut nutzbar und auch wertig hier mit diesen Chromreglern. Dann haben wir noch den Automatik-Wählhebel oder den Wählhebel hier für das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe untergebracht. Und dann nach ganz unten gibt es dann die Möglichkeit, hier noch das Smartphone induktiv zu laden oder aber über zwei USB-C-Anschlüsse mit Strom zu versorgen. Und eine weitere 12-Volt-Steckdose ist hier auch noch vorhanden. Zudem gibt es dann noch eine Mittelarmlehne, leider nicht in der Länge verschiebbar, mit einem durchaus eher klein geratenen Ablagefach. Weitere Ablagemöglichkeiten gibt es dann ganz oben hier an der Dachkonsole. Ein großes Ablagefach, so ein typisches Nutzfahrzeug. Ablagefach, wo eher Frachtpapiere oder ähnliches reinkommen. Das lässt sich natürlich im Familienalltag auch gut mit wichtigen Utensilien füttern. Und die Dachkonsole bietet zudem noch einen kleinen Familieninnenspiegel, den man noch ausklappen kann. Und damit kann man dann auch eben den Nachwuchs in der zweiten Sitzreihe gut im Blick halten. Sowohl der Fahrer als auch vielleicht die Beifahrerin oder der Beifahrer. Zum Fahren hat der Mercedes T180 unter der Motorhaube einen bekannten, auch Allianz-Motor, den 1,33 Liter großen Vierzylinder-Turbobenziner, der in unserem Fall hier 96 PS maximale Leistung bietet und ein maximales Drehmoment von 240 Newtonmeter entwickelt, das schon ab 1750 Umdrehungen frühzeitig anliegt und auch dafür sorgt, dass die Durchzugswerte ganz ordentlich sind und sich der Wagen im Alltag sehr gut fahren lässt, genügend Kraft auch bietet. Trotz knapp 1,7 Tonnen Leergewicht lässt sich eben der T180 sehr, sehr gut mit diesem Antrieb hier vorwärts bewegen. Es gibt ihn als Handschalter oder eben mit Doppelkupplungsgetriebe. Weitere Antriebe sind dann noch ein 100 PS starker A160 Benziner oder ein A160D bzw. A180D, also zwei Turbodiesel-Triebwerke sind auch noch verfügbar. Gerade natürlich für Nutzfahrzeugkundschaft ist das natürlich essentiell. In unserem Fall, wie gesagt, der 1,33 Liter große Vierzylinder arbeitet extrem ruhig und zurückhaltend, dreht frei und willig aus, entwickelt auch genügend Leistungsreserven, wie schon erwähnt, bleibt angenehm akustisch zurückhaltend und stört auch nie mit seinem Klangbild. Erst bei oberem Drehzahlbereich wird er dann ein bisschen kerniger und das passt aber ganz gut hier zum T180. Die 7-Gang-Doppelkupplung, die hier untergebracht ist, also das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das überzeugt mit sehr weichen, komfortablen Schaltvorgängen, passt auch sehr gut hier zum Charakter des eher ruhigeren Vierzylinder-Triebwerks. Es unterstützt es und optimal mit guten Übersetzungen und auch mit schnellen Schaltvorgängen ohne Zugkraftunterbrechung. Einzig beim Anfahren ist das Doppelkupplungsgetriebe hier ein bisschen
ja, sage ich jetzt mal, unschön. Es braucht etwas länger, um den Kraftschluss hier herzustellen. Gerade wenn das Getriebe kalt ist oder das Getriebeöl noch kalt ist, und dann passiert es auch öfter, dass eben hier die Kupplungen fast schon ein bisschen geschliffen oder schleifen und dann erst sehr spät quasi die Kupplung geschlossen wird und dann auch wirklich der Vortrieb umgesetzt wird. Das ist ein bisschen schade, aber typisch für Doppelkupplungsgetriebe. Also das sollte jeder einmal Probe fahren, ob es ihm taugt oder eher nicht. Taugen tut mir persönlich vor allem die Akustik hier im Innenraum, sowohl die Innengeräusche als auch die Außeneinflüsse sind hier gut weggekapselt. Das heißt, im Innenraum ist alles sehr ruhig. Windgeräusche bleiben draußen, Antriebsgeräusche bleiben draußen. Das Fahrwerk ist sehr auf Komfort ausgelegt, federt und schwingt immer so ein bisschen nach. Einzig Querfugen mag es nicht. Die werden dann ein bisschen hölzern, überrumpelt oder überrollt. Das ist ein bisschen schade. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr Feingefühl durchaus wünschen hier in der Fahrwerksabstimmung. Das könnte man durchaus dann in einer Modellpflege noch ein wenig optimieren. Nichtsdestotrotz fährt sich der T180 unheimlich gut, hat eine leichtgängige Lenkung, die noch genügend Rückmeldung von der Straße bietet und aber vor allem im Stadtverkehr mit ihrer Leichtgängigkeit dafür sorgt, dass das Fahrzeug extrem wendig ist und sich auch gut hier rumzirkeln und einparken lässt. Da, wo gerade so ein kleines Nutzfahrzeug natürlich oder so ein Fahrzeug im Alltag auch eingesetzt wird, da macht der T180 alles richtig für meine Begriffe. Zudem habe ich fast vergessen, gibt es noch eine Anhängelast von 1500 Kilogramm, die ist ja auch nicht unerheblich und die ist besonders dafür interessant für die Leute, die dann sagen, sie müssen auch noch mal das ein oder andere ziehen, vielleicht sogar einen kleinen Wohnwagen. Ich ziehe jetzt erst einmal nichts, sondern ich fahre jetzt weiter zum Fazit und da sehen wir uns dann gleich mit meiner persönlichen Meinung zum T180, mit der Abrechnung des Verbrauchs und natürlich, was kostet der T180 und vor allem, was kostet er im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, etwa dem VW Caddy oder aber natürlich dem Renault Kangoo. Ja, die Mercedes T-Klasse ist ein echt gelungenes Fahrzeug, wie ich finde. Unterscheidet sich in meinen Augen doch deutlich gerade an der Front und vor allem im Innenraum vom konzernentwickelten Fahrzeug, nämlich dem Renault Kangoo. Und da muss ich sagen, Chapeau Mercedes, das habt ihr echt gut hingekriegt, hier eben die Grenze aufzuzeigen, wie Batch Engineering richtig gemacht wird, das Fahrzeug nicht einfach nur ein bisschen umlabeln, sondern echt ein bisschen Hirnschmalz mit einbringen, eigene DNA mit einfließen zu lassen. Und das ist hier vor allem im Cockpit gut gelungen. Wir haben ein tolles Navigationssystem drinnen mit dem zwar etwas zu klein geratenen Bildschirm, aber dennoch die Bedienstruktur, Bedieneinheiten und auch das Cockpit, das Feeling ist wirklich Mercedes-like und so soll es ja schlicht und ergreifend auch sein, wenn man sich ein Mercedes T-Klasse Modell kauft. Der T180, so wie er hier steht, hat übrigens einen Listenpreis von 37.063 Euro aufgerundet. Das ist schon erst einmal eine Hausnummer. Einstiegspreis liegt bei 29.470 Euro für den T160. Es gibt dann auch noch den T160 Diesel und den T180 Diesel. Beides eben auch durchaus gute und vor allem sehr wirtschaftliche Alternativen hier in dem Segment. Vor allem, weil es auch mittlerweile kaum noch Verbrenneralternativen hier in diesem Marktsegment gibt. Nämlich die Stellantis-Modelle Opel Combo, Peugeot Rifter oder Citroën Berlingo gibt es nur noch hier tatsächlich als vollelektrische Variante. Seid ihr Elektroautofahrer, dann könnt ihr bei Mercedes aber auch zum EQT genannten elektrischen T-Klasse-Modell greifen. Das wäre auch noch eine Option. Die Aufpreise gegenüber dem T180 hier vergleichbar liegen bei rund 10.000 Euro. Also, das muss man sich gut überlegen, ob man das möchte. Viele Familien wollen ja eher weiterhin mit dem Verbrenner unterwegs sein, zumal auch solche Fahrzeuge gerne auf Langstrecke gehen. Und da ist der EQT mit seiner Technik, die er verwendet, und der kleinen Batterie jetzt eher nicht so prädestiniert für.
Dennoch, man bekommt hier ein echt gutes Fahrzeug, tolles Fahrwerk, gut ausgewogen, fährt sich super angenehm, sehr harmonisch, kraftvoller Motor, genügend Platz hier im Innenraum, ein bisschen schade. Die verlängerte Variante ist noch nicht auf dem Markt, die eigentlich schon längst angekündigt war. Da hoffe ich, dass die noch kommt. Die könnte hier nochmal ein echter Erfolgsgarant werden, zumal dann nochmal die Platzverhältnisse etwas angenehmer werden und eine Siebensitzermöglichkeit besteht. Die gibt es nämlich derzeit hier für die T-Klasse nicht. Wer einen Siebensitzer sucht, der greift dann vermutlich zum Konkurrenzmodell aus Hannover, nämlich zum VW Caddy. Der VW Caddy kostet aber stolze 7.700 Euro mehr als der T180 bei vergleichbarer Ausstattung. Also der ist schon mal noch eine Hausnummer teurer, ist aber etwas variabler, da man zumindest die Rücksitze ausbauen kann und dann noch besser den Raum nutzen kann zum Beladen. Also wer hier mehr Nutzfahrzeug ist oder vielleicht sogar Richtung Camper-Ausbau gehen möchte, der ist vielleicht mit dem Caddy noch ein bisschen besser dran. Wobei aber Camper, hier kommt auch noch ein Marco Polo Modul für die T-Klasse. Explizit jetzt erst einmal wahrscheinlich beim EQT voraussichtlich. Aber dennoch dieser Marco Polo Einsatz, der wird es für die T-Klasse auch geben. Und dann wird die T-Klasse auch zum kompletten Camper. 1.400 Euro übrigens ist nur der Aufpreis mittlerweile zum Renault Kangoo. Das ist sehr übersichtlich, zumal der Renault Kangoo eben die letzte Zeit eine gute Preissteigerung gekriegt hat. Da waren mal die Vergleichspreise bei rund 4.000 Euro. Mittlerweile sind wir eben bei nur noch 1.400 Euro angekommen. Und da muss ich sagen, ist der Mercedes die deutlich bessere Variante, denn er ist merklich im Innenraum einfach hübscher, bisschen wertiger und hat am Ende auch den deutlich besseren Wiederverkaufswert dank des Sternes, der hier hinten drauf und vorne drauf prangt. Also in meinen Augen der T180 eine echte Kaufempfehlung für euch da draußen. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir unten in die Kommentarbox. Was haltet ihr vom T180, von Hochdachkombis im Allgemeinen? Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über den Daumen nach oben, ein Abo des Kanales, damit wir weiter wachsen können und ich euch weiterhin interessante Familienautos präsentieren kann. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch einen angenehmen Tag und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir jetzt diskutieren können. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.